So, Observatorium. Sehr schön. Jetzt sehen wir auch mal ein bisschen in die Ferne Lande. Sehr weit ist unser Gegner auch noch nicht. Bei dem anderen Kaff kann ich aus hier noch nicht erfindlichen Gründen nichts bauen. Das ist doch scheiße. Na, wenigstens zwei Truppenarten sind verfügbar. Visionen haben wir bekommen. So, da oben kommen wir nicht mehr weiter mit der Kreatur. Was mache ich denn da gerade? Schließt sich nicht. So. Erfahrungspunkte. Meisterhafte Artillerie, die den doppelten Schaden anrichtet. Das permanent. Ja, warum nicht? Sollte ich lieber mal zurück. Einheiten einfahren. So, verbessern. Erstmal Kapitol. Ja, kommt auf beiden Seiten nicht durch. Kommt da unten auch nicht durch. Kann höchstens dort unten mal noch ein bisschen was scouten. Ja, wenn ich eh nicht rüberkomme, dann nehmen wir die gleich mit. Und verbessern jetzt mal auf Magier Gelisch Rang 2. So, ein paar schöne Zauber mitbekommen, denn unsere Hauptcharakterin hier ist ja eigentlich eine Magierin. Jetzt haben wir Boot, magischer Pfeil, Schild, Blutdurst und endlich Verlangsamung, Feuerwand, Schwäche, Blenden und Zertrümmern. Neue Kreaturen gleich mal einsammeln. Verbessern wir das Portal. Krottenteufel, komm, ich nehme jetzt mal noch die Krottenteufel mit. Die sind ja nicht schlecht. Dann bleibt die kurz drinne. Dem haben wir einen Auftrag gegeben. Auftrag weiter fortführen. So, dann upgraden wir als erstes mal. Ne, die Imps nicht. Das upgraden wir als erstes ab. Können noch ein bisschen auf die Magie gehen. Da haben wir jetzt nämlich noch den Feuerball. Das Unglück und die Vergesslichkeit. Und dem kann ich auch nichts bauen. Nö. Ja, dann warten wir die eine Woche noch ab. Dann kann ich auch noch gerade die neuen Kreaturen alle mitnehmen. So, für neue Kreaturen könnten wir hier noch 15 erhöhen und 3 erhöhen. Höllenhundeproduktion. Aber. Ah, ne, das kann ich eh nicht dann mitnehmen. Wenn ich die Zählplätze ja bereits belegt habe. Für den Anfang ist das ja okay. Dann könnten die trotzdem mitproduziert werden. Das wird mir eine Woche fehlen. Ach, egal. Magie geht vollständig ausbauen. So. Jetzt haben wir noch das Inferno. Und das Wasserwandeln. Ja, weiter kommen wir jetzt definitiv nicht. Dann werde ich da unten die Einheiten mal einsammeln. Oh, Magie GD 5 gibt es auch noch. So, was haben wir da jetzt noch bekommen? Erdwesen. Lässt euch Erdwesen herbeirufen. Nach diesem Zauber dürfen keine Wesen andere Elemente gerufen werden. Okay. Cool.
warten wir noch, bis die da unten eingesammelt wurden. Bringen die nach oben. Und laufen dann von dort aus gerade nach oben weiter. Weil das hier ist, glaube ich, der Golddraht, oder? Ne, das ist ein grüner Draht, das ist die Höhle. Aber ich hätte auf jeden Fall gerne das Artefakt. Ich würde mich zuerst eigentlich nach oben durchschlagen. Dabei stimmt es, wäre es vielleicht klüger, sich erst dem Roten zu entledigen. Dann gehe ich erst links runter. Ja, machen wir so. Und zwar... besser als Dämonentor oder Imps. Ja, bessere Imps. So, bis in die nächste Runde. Stell dich mal noch dahin. Einheiten ausgetauscht. Oh, jetzt habe ich was vergessen, verdammt. Ich war nicht in der Schmiede. Das ist die Schmiede? Das ist die Schmiede. Oh, ich habe nur Munitionskasten bekommen. Das ist natürlich blöd. Naja, egal. Sollte reichen. So, die geht nach unten. Und bleibt mal da drin, Runde. Und hier holen wir das Rohstoffsilo. Das wird Moral, Glück, Minotaurenkönige. Ne, wir gehen direkt runter. Zum Roten. Und entledigen uns dessen. So, jetzt erhöhen wir das Käfige für erhöhte Produktion. Verbesserte Hunde. Jetzt haben wir dreiköpfige Cerberus-Kreaturen. Und zack. Schon eingenommen. So einfach geht das. Jetzt haben wir das noch gemacht, bevor die Woche rum ist. Dann gehen wir mal rein. Ich glaube, der hat, nee, hat kein Schloss, kein nix. So, nehmen wir noch das Geburtsbecken für die neue Woche. Da bekommen wir mehr Imps. Und der Rote ist gleich tot, wenn er nichts tut. Schlossportal, Orden des Feuers. Muss ich meinen Helden mal wieder zur Stadt. Das verbessert ja sogar noch seine Magie. Immer schön Einheiten kaufen. So, dann nehmen wir uns mal hier ein bisschen das Zeug ein. Jetzt haben wir da noch ein schönes Artefakt. Magischer Brunnen und Schwefelhahn. Ihr trefft einen Schmied, der alte Rüstungen und Waffen einschmilzt. Um das Metall zurückzugewinnen, als er von eurer Aufgabe hört, gibt er euch einen Brustpanzer, der sich nicht einschmelzen ließ und der daher wertlos für ihn ist. Schwefelhahn, lass mal gucken. Am Oberkörper getragen, erhöht dieser Gegenstand Zauberkraft plus 5. Holy moly. So, was haben wir da? Keine Ahnung, aber wir haben den unermüdlichen Holzkarren gefunden. Damit können wir Holzproduktion plus 1 pro Tag besitzen. So, die seltsame Auge dreht sich und studiert euer Aussehen, während ihr euch nähert. Einen Moment später wendet es sich wieder... Das ist eine Untersuchung der Umgebung zu. Ihr könnt euch nicht helfen, ihr habt das Gefühl, dass etwas oder jemand dieses Auge benutzt, um von einem anderen Ort aus damit zu spionieren. Korrekt. Den hatten wir unten ja schon gefunden. Rotes... Ja, okay. Dann muss ich erst die Minotauren... Ach, Minotauren, nein. Zentauren, genau. Auf der rechten Seite töten.
Das war das, nehme ich mit denen. Aber schauen wir erstmal das ganze Zeug. Mann, da wird mal vollgeschissen mit Kristallen und so weiter und so fort. Ich meine, ich mag mich nicht beklagen. So schneller geht's, aber habe ich schon fast alles. Grabstätte durchsuchen, widerwillig begeben sich eure Truppen das Grabmal und finden auch das Artefakt Schädel der gähnenden Toten. Aber dieses verachtenswerte Tat hat ihre Moral ruiniert. Interessant. Meine Einheiten hatten Moral. Ich spiele den Bösen und meine Einheiten haben nur Moral. Das kann ja wohl nicht sein. Verbessert das Adlerauge. Lerne, lerne, lerne. Die Königsgreife da unten mal noch weg. Dann wollen wir uns mal durchprügeln bis zu unserer Feste. Na, da ist er da oben. Guck mal. Guck mal. Hat er genug Truppen mehr? Nicht wirklich. Da dürften selbst die ausreichen. Ja, gehen wir unten erstmal weiter. Die Greife lassen sich nicht verängstigen und wollen uns niedermetzeln. Oh, bad luck. Einen Grottenschrat verloren gegen 30 Grad. Relativ akzeptabel. Wir haben den verlassenen Tempel bereits. Jetzt können wir Teufel rekrutieren. Die Höllenhunde möchten sich uns anschließen. Seid schon ganz schön teuer. Aber okay. Zauberkrafterhöhung. Zauberspruch Heilung. Und 20.000 braucht das Ding hier. Haben wir erstmal unsere Ifrit verbessert. Bevölkerung nimmt zu. Das ist immer schön. Ach, da waren wir ja schon. Artefakt gegen Liche kämpfen. Das sind Fernkämpfer. Das könnte ein paar Verluste geben, aber okay. Ja, ich muss vor. Es sind ja Fernkämpfer. Wie bereits erwähnt. Nehmen wir den Dreier zuerst mal. Ach, das war ja gemütlich. Stiefel der Geschwindigkeit. Können wir perfekt. Können sogar die Gegner noch attackieren. Vielen Dank für den Zauber. Ich glaube, das war allerdings ein Schwächezauber. Den haben wir ja schon. Und trotzdem waren meine Einheiten mehr als stark genug. Meisterhaft. 60%ige Chance. Zauber der Stufe 4. Perfekt. Und Drohnen und Mana ist wieder hoch.
Maximum oder was auch immer das jetzt war. So, da zu dem muss ich noch. Hier oben die Schwefelwolke mal mitnehmen. Und hier unten. Gerade mal wieder neu einkaufen. Tag 1 ist ja gerade da. So. Der Rote hat mir zwei Sachen übernommen.